So, hallo liebe Leute auf Twitch und YouTube und willkommen zu Punch-Out für die Wii. Ein sehr tolles Boxspiel, ein sehr interessantes von Nintendo, wie ich finde. Also wo ich das damals gekauft habe, ich war sehr begeistert. Natürlich habe ich mir erst das Spiel gekauft. Wenn ich mich noch zurückerinnere, war es in einem Expertmarkt, wo es dann für 13 Euro rumlag, weil es wahrscheinlich nicht so viele gekauft haben. Fand ich nicht verkehrt, habe ich es mitgenommen, gespielt und gemocht, aber ich muss dazu sagen, ich habe es nie ganz durchgespielt. Also für diejenigen unter euch, die das Spiel schon näher kennen, wenn man es einmal geschafft hat, gibt es sowas wie eine Titelverteidigung, die habe ich nie zu Ende gebracht. Bisher noch nicht. Das könnte man aber vielleicht ändern. Mal gucken, wie ich mich hier jetzt überhaupt in diesen Livestream schlagen werde, weil es ist doch schon länger her, dass ich Punch-Out überhaupt gespielt habe. Wobei, nicht ganz so lange. Zuletzt habe ich, ach, ich muss da drauf zeigen, Super Punch-Out auf dem Super Nintendo im November gezockt. Machen wir ein neues Profil. Ich kann, okay. Kann ich das löschen? Weil... ja, wir löschen das. Wir machen nochmal von vorne alles. Ist besser. Das ist sowieso ein Spielstand, der nicht von mir stammt, von daher. Weil, ja. Diejenigen, die die Story von 2013 kennen, wissen, was da vorgefallen ist. So, was können wir denn in Optionen einstellen? Steuerung. Wii Fernbedienung. Haken ausweichen. Ja, krieg ich hin. Gut. Das Balance Board habe ich nicht angeschlossen. Das wäre ein bisschen umständlich. Ich glaube, das würde dann hier unglücklich in diesem Stream enden, wenn ich das mache. Gut, was ist das? Ja, gut. Eine Einstellung gibt es nicht. Dann würde ich sagen, fangen wir mal direkt noch mit der Karriere an. Wir wollen zum besten Boxmeister überhaupt werden. Ja, okay, man muss dir echt drauf zeigen. Also man kann es auch nicht mit dem Pfeil machen. Ja, unser erster Gegner für den... ja, für den Titel anwertenden Little Mac ist natürlich Glass Joe. Ein alter Bekannter auch aus den ersten beiden Punch-Out-Spielen. Na dann, schauen wir uns den guten Herrn doch mal an. Wenn es denn fertig geladen hat. So. Ja, wir haben ja hier einen Franzosen vor uns. Bonjour. Wenigstens etwas, was ich verstehe. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder in dieses Spiel reinkommen, oh Gott. Na gut, Glass Joe ist zum Glück der einfachste Gegner im gesamten Spiel. Da muss man noch nicht mal groß Angriffsmuster lernen. Nee, nix wie bei der France. Au, okay. So. Also im Prinzip ist es bei diesem Spiel wirklich so, man muss entweder versuchen, den Schlägen der Gegner auszuweichen, manchmal anhand der Mimik und so, die geben, zu erkennen. Für diejenigen unter euch, die das Spiel gar nicht kennen. Und man schlägt einfach drauf. Mit dem linken Haken, rechten Haken, man kann auch auf den Bauch schlagen. Also je nachdem, wie man halt drückt, ob man nach oben drückt oder einfach gar nicht drückt, kann man halt den Gegner treffen. Und irgendwann ist halt oben die Leiste leer und dann wird der Gegner logischerweise K.O. Wer hätte es gedacht? Und wird natürlich vom Ringrichter ausgezählt. Und natürlich läuft das Ganze hier so. Ich glaube, bei diesem Teil ist es so, dass man das in 3 Runden schaffen muss. Also sprich, man hat 3 Runden, um den Gegner komplett auszunocken. Wenn man das dann nicht geschafft hat, wird das Ganze durch den Schiedsrichter entschieden. Und da muss man dann halt schon Glück haben, dass man den Gegner schon gut... ja, dass der Gegner halt mehr kassiert hat als man selbst. Weil sonst wird der Ringrichter sich, wenn man Pech hat, für den Gegner entscheiden. Was natürlich nicht sehr gut wäre. Aber im Prinzip kann man sagen, ist Punch-Out ein richtig geniales Boxspiel, wo man wirklich... oh, Runde 1 ist vorbei. Gut.
Ne frappe pas, mon menton! Ich hoffe, es gibt ein paar Franzosen unter meinen Zuschauern, die das übersetzen können. You got it? Weil ich verstehe nämlich so gut wie kein Wort Französisch. Und ich habe mich teilweise schon immer gefragt, was die überhaupt sagen, die ausländischen Kämpfer. Den einzigen, den ich... Okay, die einzigen, die ich verstehe, sind die Englischsprachigen und natürlich den Deutschen. Das war's dann aber auch. Aber ich denke mal, da geht's für mich... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, go! Wo ist anders? Okay. Also das war für mich sogar verständlich, er hat gezählt. So, Glass Joe. Ich wäre dafür, dass du dich nochmal hinlegst. Ruh dich aus. Ich glaube nicht, dass er ausgezählt wird. Oh, er legt sich nochmal hin. Ja, zeig doch, ruh dich aus. Bleib liegen. Ach Mann. Hätte mir den Gefallen tun können. Es gibt bei manchen Gegner. Oh. Bei manchen Gegnern auch irgendwie die Möglichkeit, Sternenschläge zu sammeln, wenn man sie im richtigen Moment trifft. Und so. Ich weiß allerdings nicht mehr groß, welches. Also wie die Momente waren und so. Bei Glass Joe ist das sowieso sehr schwer. Also die Punkte und Momente zu kennen und wissen, das habe ich selbst beim NES-Teil nie groß hingekriegt. Dadurch, dass es ja sowieso leicht umzunocken ist, ohne jetzt groß Profi in diesem Spiel zu sein, ist das sowieso egal. So, gute Nacht. Ich finde aber auch diese ganzen K.O.-Animationen immer toll. Vor allem, weil die wirklich bei jedem Charakter auch noch anders ist. Also bei jedem Gegner wohl bemerkt. Unstoppable, Kid. Unstoppable. You fight like a lion. A lion. Ich finde, du übertreibst ein bisschen. Weil wie ein Löwe würde ich jetzt noch nicht sagen, dass ich wie ein Löwe kämpfe. Aber gut, machen wir weiter. Das war auf jeden Fall unser erster Gegner. Ziemlich leicht, wie ich schon sagte. Aber bei den kommenden Gegnern ist es so, dass man deren Angriffsmuster schon lernen muss. Wir haben Schwächen, Stärken und unser nächster Gegner davon ist von Kaiser. Wo man quasi drauf achten muss, um die halt umzunocken. Naja, gucken wir mal, wie unser von Kaiser, unser Berliner Kämpfer, was er so drauf hat. Er ist auch noch nicht besonders stark oder schwer, aber er tickt jetzt schon anders als Glass Joe. So viel kann man sagen. Und da haben wir ihn, unseren deutschen Boxer. Achtung! Der ziemlich aufgedreht ist. Oh, das war mies. So. Ich muss auf jeden Fall in dem Moment zuschlagen, wenn er ja gestangen ist. Ach scheiße, da waren... Genau. Anhand, wenn er gelb aufleuchtet, kann man versuchen, den Sternschlag zu kriegen. Ich hoffe, ich krieg's nochmal hin. Das macht er aber nur, wenn er blockt. Also man muss wirklich auf alle Verhaltensweisen achten. Das finde ich aber auch richtig genial. So, das war der Sternschlag. Damit kann ich jetzt stärker zuschlagen. Und sehr viel abziehen. Wenn man sehr viel davon sammelt, kann man ihn sogar mit sehr viel Glück leicht K.O. schlagen. Ist aber bei manchen Gegnern richtig schwer. Aber eben, ich heb mir diesen Stern jetzt mal auf. Ich darf ihn jetzt nur nicht treffen lassen, weil dann verliere ich diesen tollen Stern. Das wäre ja sonst viel zu einfach, wenn man den behalten würde. So, komm her. Ah, okay, das meine ich. Jetzt wird er aggressiver. Scheiße. Das ist nicht nett. Ja, weiter geht's. Und bam. Wollte gerade sagen, zu früh. Komm, gib mir noch ein paar Sternschläge. Gute Nacht. Also wenn ich Glück habe, schaffe ich sogar noch in der ersten Runde. Dazu muss ich ihn jetzt noch mal ausnocken und dann gibt es ein TKO. Da komm, steh auf.
weitermachen. Oh. Yes. Komm schon, block nochmal. Nein. Na gut, dann eben nicht. Nimm das. Ich hab's. In der ersten Runde. Aber das ist noch der Anfang. Es ist noch leicht. Es ist noch leicht. That fight was so one-sided. I yep. think I'm gonna eat my chocolate bar sideways. Ja, Doc Louis. Ja, schon klar. Ich will mal sehen, wie du das machst. Mach mir das mal frei. Oh, jetzt haben wir Disco Kid. Disco Kid, ich überlege gerade. Der auch aus einem älteren Teil stammt. Disco Kid ist auf jeden Fall cool. Ich mag ihn irgendwie als Gegner. Weiß nicht. Ich finde ihn auf jeden Fall cool. Ich weiß nicht, ob er wirklich meinen früheren Auftritt hatte. Vielleicht auch von den Arcade-Teilen. Aber auf den Konsolenteilen trat er leider nicht auf. Naja, wie dem auch sei. Nun haben wir hier Disco Kid. Und ich sag mal so viel, er wird seinen Namen gerecht. Ready for this? Ist einfach nur genial. Oh, geht los. Ach scheiße, Sternschlag verpasst. Here it comes. Au. Daneben. Mann, ich bin zu früh. Kannst aber gut schreien. Daneben. Ich muss sagen, er hat echt einen guten Schrei. Aber gleich ist er schon einmal K.O. Danke. Yes. Zwei. Ach nö. Schon? Nimm das. Ach, fuck. Ja, blöd reagiert. Ich denke mal, er will dann zuschlagen. Das war eben wirklich schon etwas fies. Das muss ich aber echt anstrengend für einen Schlag. So, Wetten abschließen, schaffe ich es in der ersten Runde oder nicht? Es wird knapp. Also wenn er mir noch einen Sternschlag schenkt, ja, aber sonst glaube ich nicht, dass das noch wird. Nee. Komm! Nein, das reicht nicht! Wie knapp. Step it up, Mac. Where's your hustle? Hey, Mac. Schade. Disco Kid's got too much groove and ain't got no soul. Let's knock his lights out, baby. Let's knock him out. Eigentlich ist es auch nicht verkehrt, diese Sprüche von Doc Louis mit anzuhören, weil er sagt auch zu jedem Boxer im Prinzip was anderes. Aber es ist natürlich schon was Geniales, wenn man ihn tatsächlich in der ersten Runde besiegt, den Gegner. Und du siehst nicht mehr so schön aus. Mit der Beule. Scheiße. Achso, stimmt, ich kann mich hier heilen. Danke, Ravenite, das habe ich voll vergessen. Das kann man ja auch, wenn der Gegner am Boden liegt, dass man sich nochmal aufwischen darf. Während man die Knöpfe drückt. Das habe ich echt nicht mehr gewusst. Das kann bei manchen Gegnern aber wirklich vom Vorteil sein, wenn die einen schon gut ausnocken. So. Und tschüss. Den habe ich wirklich K.O. gehauen. Wow.
Da habe ich es aber auch nicht leicht gemacht. Aber wer ist denn jetzt nochmal der vierte? Alles klar. Im wahrsten Sinne des Wortes. Doc Louis feiert auch ab. Okay, wer ist jetzt Gegner 4? Unser letzter Gegner in diesem Circuit. Oh, der einfachste von allen. Das ist kein Witz, Leute. Dieser Gegner ist nicht schwer. Ich will sogar fast sagen, er ist einfacher als Glass Joe. Wenn man weiß, wie er funktioniert. Wohl bemerkt. Man muss natürlich erstmal rausfinden, wie das geht. Aber ihr seht schon, er hat sehr komische Angaben. Man weiß nichts über ihn. Außer, dass er von Südpazifik kommt. Ja, Kampf um den Titel gegen King Hippo. Auch schon ein Vorreiter des ersten NES-Teils. Ja, wer ihn mal kennenlernen will, bitteschön. Ich denke mal, das sagt alles über ihn aus, oder? Na, mal gucken, ob er das Zeug zum Boxen hat. Ja, lachen kannst du gut. So. Ich muss gerade echt nochmal gucken. Moment. Ah, genau. Er ist auf dem Kopf und dann sein Schwachpunkt ist der Bauch. Weil da hat er nämlich einen schönen Pflaster. Ziemlich auffällig. Oh, scheiße, aber er haut richtig rein. Das ist der Nachteil. Aber das Lustige ist, das werdet ihr gleich sehen. Ich werde es noch nicht vorwegnehmen. Scheiße. Au. Das muss nur schnell genug sein. Ja, ich glaube, ich werde es noch nicht schaffen. Er ist auf jeden Fall hart im Nehmen. Aber wie ihr seht, er ist echt nicht schwer. Oh, doch, jetzt. Ducken? Yes, nein. Damit hätte er mich sofort ausgenockt, wenn er getroffen hätte. So viel habe ich noch in Erinnerung. Deswegen bloß ausweichen. In diesem. Au, Fall. Oh, oh. Runde ist um. Ich wollte gerade sagen. Join the Nintendo Fun. I mean Club Nintendo today, Mac. Geht nicht mehr. Ist aus. Ich kann Club Nintendo nicht mehr beitreten. Aber gut, danke, Doc Louis. Gibt's ja nicht mehr. Hat Nintendo ja abgeschafft. Leider. Du hast aber schon ganz schöne Wunde auf dem Bauch. So. Nein! Verdammt! Warum fängt er auch so an? Egal. Zweimal dürfen wir noch ausgenockt werden. Au. Okay, doch nicht ganz. Aber es tut weh. Ach Mann. Nein! Nix da. Jetzt macht er nur noch das, okay. Weil ich hätte nicht. Scheiße. Okay. Machst du nochmal den Kopfnuss? Jo. Yes! Oh, Sternschlag. Okay, tschüss. Das war jetzt schon ein bisschen nervenaufreibend. Gut, den ersten Titel haben wir. Ja, Captain N habe ich damals ehrlich gesagt nie gesehen. Also zumindest nicht wissentlich. Ich habe höchstens damals die Super Mario Bros. Super Show Serie gesehen. Die Zelda-Serie habe ich auch irgendwann später mal nachgeholt, weil mich die auch mal interessiert hatte und ich damals davon nichts mitbekommen hatte. Aber gut, die Zelda-Serie ist ja sowieso ein Fall für sich.
Aber wir sind jetzt bereit für den nächsten Socket, Leute. Hey, great work, Mac. Now let's take down the next circuit. Quick feet, Mac. Quick feet. Work 'em, Mac. Work 'em. Left, right. Left, right. That's it, baby. Keep it up, Mac. Keep it up. Schon ein bisschen fies, wenn der Trainer auf dem Fahrrad fahren darf und ja. Na gut, das soll ihn ja auch trainieren, ne? Piston Hondo. Normalerweise würde der Piston Honda heißen, aber hier muss man ihn wohl umbenennen. Aber trotzdem. Wir kennen ihn als Piston Honda, aber trotzdem heißt er leider Piston Hondo. Ich nenne ihn trotzdem noch Honda. Konnichiwa! Und so. So, dann mal los geht's. Unser Japaner im Bunde. Ist der. Ui. Kleiner Fun Fact, die Melodie, die ihr gerade gehört habt, ist ein japanisches Volkslied namens Sakura Sakura. Nur mal so als kleine Randinfo. Ach. Okay, jetzt wird's härter, Leute. Jetzt ist Schluss mit lustig. Au, ja. Au, hallo. Ich kann nicht reagieren. Na, endlich. Ich sehe schon, komm, ich werde gegen Honda verlieren. Au, ach, da muss ich mich ducken, scheiße. Moment, das kann ich abfangen. Ah. Kann ich nicht. Ich glaube, ich werde meinen ersten Gegner hier finden, gegen den ich verliere. Wow. Au, Mann. Oh Mann. Ach verdammt. Ich werde so niedergeschmettert. Ich vergesse immer mich zu ducken in dem Moment. Okay. Ist nur zum Aufwärmen, Leute. Also jetzt muss man die Gegner hier wirklich schon ernst nehmen. Die sind nicht mehr so leicht wie wirklich beim ersten Circuit. Ja gut, ich wollte mal zeigen, wie es aussieht, wenn wir verlieren. Son, looks like this guy's giving you trouble. Come to exhibition and I'll train you for a rematch. Ach, brauchen wir nicht. Das kriegen wir auch so hin. Ich muss mich nur erst einmal an sein Muster wieder gewöhnen, weil er ist deutlich flinker als das, was wir vorhin alles hatten. Yep. So, jetzt aber. Nein! Ach. Immer derselbe Fehler. Vor allem, man muss wirklich... Scheiße. Ach, Mann. Scheiße. Man muss sich ja daran gewöhnen, dass er sehr schnell kleine Schläge macht oder er holt richtig aus. Und bevor man was Falsches macht. Deswegen kommen auch so langsame Reaktionen bei mir raus. Das ist der Nachteil jetzt gerade. Scheiße. Mann. Ja. Scheiße. Au. Das gibt's nicht. Ich würde sagen, es ist offiziell. Gegen Japan habe ich keine Chance. Also, was lernen wir daraus? Legt euch nicht mit einem Japaner an. Oh je. You're making progress, kid. Ich mach Fortschritte, als ob. Ja gut. Ja. Zumindest lerne ich ein bisschen jetzt sein Muster. Irgendwann habe ich mich dran gewöhnt. Nach 100.000 Kämpfen.
So, jetzt aber. Ha, hab ich dich. Okay, ich glaube, ich hab's. Na, machst du... Nee, jetzt machst du den. Okay, jetzt bin ich raus. Eins. Zwei. Und jetzt holt er aus. Jupp, ich hab dich. Endlich hab ich's verstanden. Och nö. Nein! Aua. Ich hab meinen Stern verloren. Warum hab ich... Ich hätte ihn einsetzen sollen. Ja gut, jetzt. Das war blöd. So. Damit ich wenigstens einmal K.O. kriege. Geht doch. So, jetzt schnell auffrischen. Werd fit, Lil Mac, werd fit. Wir brauchen die Energie. Okay, jetzt macht er was ganz anderes. Och nee, das schon wieder. Nein! Gott sei Dank. Nein! Nein! Scheiße. Ach, jetzt macht er... Okay, jetzt macht er nicht mehr diese Dinge. Jetzt macht er nur noch seitliche. Okay, macht er noch doch. Scheiße. Ich habe ihn wütend gemacht. Komm. Perfekt. Na! Shinto mit Chaksreva. Himo Matasubus. Das ist aber knapp. Hey, Mac, Baby. It's time to repay the favor. Send him a TKO for Tokyo. Ich versuch's. Oh, Mann. Aura, Aura! Ich geb dir Aura, Aura! So, auf die Bretter! Gute Nacht. Oh, Sushi! Ja, ich sehe auch Sushi. Ach, scheiße! Von mir aus kannst du auch liegen bleiben. Ja, gut. Er verbeugt sich jetzt aber nicht mehr, das ist ein bisschen blöd. Er hat die Schnauze voll vom Verbeugen. Ist aber nicht verwunderlich. Oh, das ist gut. Mehrfach Schläge. Da. Wehe. Nein! Ich dachte wehe. Komm schon. Wehe. Bitte. Nicht. Yes! Zweiter K.O. Er schreit immer nach Sushi. Kriegst du gleich deine Sushi, wenn du dir aufgibst. Ach Mann, ich vergesse es schon wieder. 13 Gedanken wieder. Na gut, er liegt lang genug. So. 2, 3 und... Ach, schon wieder? Ernsthaft? Ah, verdammt, das war zu früh. Au. Egal. Ich kann ihn noch besiegen. Noch ist nichts verloren. Wenn er so weitermacht, schaffe ich das. Komm schon. Nein, nicht so. Ach, Mann. Komm, ja. Danke. So, als Belohnung kriegst du auch dein Sushi, Honda. I sure wouldn't want to get in the ring with you, son. Not after that last fight. Ich würde echt gerne wissen, wie Doc Lewis kämpft. Wenn er tatsächlich mal irgendwie... Das wäre bestimmt ein lustiges Bild. Oh, Sushi. Oh, Sushi. Das ist eigentlich, was mir einfällt. Oh, Bärhagger. Und der ist auch Super Punch Out. Das ist auch ein übler Genosse.